Zählen kann jeder von euch. Hoffentlich. 1, 2, 3 und so weiter. Und ihr wisst bestimmt aus der Schule noch, die Zahlen, die man so aufzählt, sind, oft zusammen mit der Null, die natürlichen Zahlen. Eins wisst ihr aber bestimmt noch nicht. Wie viele Aussagen man braucht, um die natürlichen Zahlen mathematisch richtig zu beschreiben. Wir stellen euch genau die heute mal vor. Die Peano-Axiome. Ganz am Anfang muss man sich erstmal überlegen, welche Eigenschaften haben die natürlichen Zahlen so? Das hat auch jener Mathematiker namens Giuseppe Peano so gemacht, bestimmt. Damit er auch wirklich die natürlichen Zahlen mathematisch nachbastelt. Die kleinste natürliche Zahl ist die 0, wenn man die noch mit reinnehmen will. Und eine kleinere gibt's auf keinen Fall. Jede natürliche Zahl hat den Nachfolger, der auch wieder eine natürliche Zahl ist. Und die haben ja eine eindeutige Reihenfolge. Also auf eine Zahl folgt nur eine andere. Und umgekehrt hat auch jede Zahl nur eine vorne dran. Und am wichtigsten, andere natürliche Zahlen gibt's nicht. Alle sind Nachfolger von anderen natürlichen Zahlen. Und das ausgehend von der 0. Also, irgendwelche abgespaceden Sonderzahlen mit Komma oder Minus oder so gibt's nicht. Also grob können wir jetzt schon mal die natürlichen Zahlen beschreiben. Die Peano-Axiome machen im Prinzip genau das gleiche. Aber erstmal die Frage, was ist eigentlich so ein Axiom? Ihr kennt das bestimmt noch von früher. Als ihr noch so ein kleines Kind wart, so ein kleiner Pupser, man fragt Mami und Papi irgendwas und wenn die Antwort nicht passt, fragt man einfach, warum? Und wenn die Antwort dann wieder nicht passt, wieder, warum? Und wieder, warum? Bis die Eltern keine Antwort oder keinen Bock mehr haben und einfach antworten, weil's so ist. Das, was halt einfach so ist, das ist ein Axiom. Man sagt einfach, fuck you, das ist halt so. In der Mathe heißt das, man definiert es so. Es ist einfach ein Grundsatz, der nicht weiter begründet ist. Und nimmt das dann als Voraussetzung für die ganzen Sachen, die daraus folgen. Peano hat jetzt 5 Axiome aufgestellt, um genau zu charakterisieren, das sind die natürlichen Zahlen. Die werden so als mathematisch definiert, und zwar, dass sie genau so sind, wie wir sie kennen. Nur halt auf ein mathematisches Gerüst aufgebaut, damit man auch in der krass abgefahrenen Unimathe was damit anfangen kann. Jedes Axiom braucht man. Sonst kommen am Ende nicht die natürlichen Zahlen raus. Auf geht's zum ersten Axiom. Wir haben gesagt, die 0 ist die kleinste natürliche Zahl. Das packen wir in 2 verschiedene Axiome rein. Erstens, die 0 ist eine natürliche Zahl. Ja. Schon fertig. Was die natürlichen Zahlen noch ausmacht, auch der Nachfolger von einer natürlichen Zahl ist eine natürliche Zahl. Haben wir also eine natürliche Zahl n, dann ist auch der Nachfolger n' eine natürliche Zahl. Den Nachfolger von einer Zahl schreiben wir erstmal mit so einem Apostroph. Top, schon Nummer 2 abgehakt. Das dritte Axiom gehört ganz arg zum ersten. Wir haben bisher ja nur, dass die 0 natürliche Zahl ist. Sie soll ja aber kleinste natürliche Zahl sein. Heißt, sie kommt auf jeden Fall nicht nach irgendeiner anderen Zahl. Die 0 ist also kein Nachfolger von einer natürlichen Zahl. Geil, weiter geht's. Logisch, welche Zahl nach welcher kommt, ist ja eindeutig. Ihr wisst schließlich immer, wie ihr weiterzählen müsst. Deswegen haben wir vorhin festgestellt, der Nachfolger von einer natürlichen Zahl muss eindeutig sein. Heißt umgekehrt, wenn ihr euch blind 2 natürliche Zahlen raussucht und beide haben den gleichen Nachfolger, dann habt ihr euch 2-mal die gleiche Zahl rausgesucht. Abmarsch sind schon beim letzten Axiom. Die natürlichen Zahlen haben ja die 0 drin und dann einen Nachfolger. Und wieder den Nachfolger und so weiter. Sonst nix, haben wir gesagt. Heißt also umgekehrt, wenn wir irgendeine Zahlenmenge nehmen und die hat auch die 0 und die ganze Kette an Nachfolgern drin, also 1, 2, 3 und so, dann sind in der Menge alle natürlichen Zahlen auf jeden Fall enthalten. Weil es eben keine zusätzlichen Kackzahlen in den natürlichen Zahlen gibt, die nicht in der Kette drin sind. Eigentlich würden wir euch jetzt sagen, die 5 Axiome müsst ihr kennen. Aber eigentlich kennt ihr die ja schon, weil ihr die natürlichen Zahlen immer wieder benutzt. Wenn ihr also wisst, dass die 0 die kleinste natürliche Zahl ist, jede natürliche Zahl wieder eine eindeutige natürliche Zahl als Nachfolger hat und außer der Kette von Zahlen von der 0 ab keine anderen Zahlen mehr bei den natürlichen dabei sind, dann wisst ihr ja schon alles. Wenn euch jetzt Zahlen angetan haben, dann zieht euch doch mal unser Video zu den komplexen Zahlen rein. Einfach hier rechts klicken. In dem Sinne haut's rein, wie immer, gebt einen Daumen hoch und abonniert, teilt, liked, favorisiert, trinkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 Bier, hab ich dringend gesagt. Was? Bis dann. Ciao, Alter. Tschüss.